So, hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bloody Unboxing. Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war noch nie so am Überlegen, ob ich hier überhaupt ein Unboxing mache, Entschuldigung, weil es ja eigentlich kein richtiger Horrorfilm oder Thriller oder ein harter Actionstreifen ist. Es ist halt nun mal ein Science Fiction und ich war am Überlegen, ob ich es wirklich mache oder ob ihr mir diese Veröffentlichung dann hier um die Ohren haut. Ich habe mich jetzt letztlich dann doch dazu entschlossen, weil im Moment ist so ein bisschen saure Gurkenzeit. Ich habe hier nicht allzu viel anzubieten. Das geht erst wieder so richtig im März los. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, ist ja auch eigentlich, also die deutsche Freigabe bei FSK 16. Und ja, auch wenn ich den Film noch nicht gesehen habe, denke ich mal, dass vielleicht hier und da ja ein bisschen Blut vielleicht fließt. Und dann passt es dann doch hier rein. So, und ja, was soll ich euch sagen? Ich habe hier die Blade Runner Box, nicht diese Knarre, ne, die stellt ja jeder vor. Ich habe mir einfach mal gedacht, hier komm, holst du mal hier diese Blade Runner Gläser. Genussmenschen wissen, dass das natürlich da eine Anspielung drauf auf diese Blade Runner Gläser ist, die eine ganz spezielle Form haben und wo man dann so einen schönen, guten, qualitativ hochwertigen Whisky trinkt. Hier könnt ihr natürlich eine billige Plörre draus trinken, das sehe ich schon auf den ersten Blick, weil die Gläser nicht hochwertig sind. Das kann man wohl bei so einem Paket auch nicht erwarten, wo ja letztlich nur 40 Euro kostet. So, ich packe das mal vorsichtig aus. Es handelt sich hierbei um die französische Box, das sei vielleicht auch an der Stelle erwähnt. Und wenn wir vielleicht gar nicht mal so viel über den Film erzählen, oder ich in dem Fall erzähle, lasst mich ein bisschen über die ja etwas absurde Veröffentlichungspolitik erzählen. Denn das ist eigentlich so das eigentliche Ärgernis. Hier erstmal die Box. Da ist auch, ist es eine J-Card? Ja, im weitesten Sinne ist es eine J-Card. Ich mache die mal ab. Und zwar, ja, hier hinten so die technischen Daten sind hier drauf. Ihr seht das schon, das ist hier natürlich alles in Französisch geschrieben. Und ist nicht ganz ohne, ja, nicht ganz grundlos, warum ich mir diese Box ausgesucht habe. Aus Frankreich, weil dort ein Steelbook drin ist. Und da haben wir eben das schon das Problem in Deutschland. Was haben wir in Deutschland? Wir haben die DVD, wir haben M-Rays verschiedene, sowohl mit 3D, ohne 3D. Wir haben eine 4K-Version in der M-Ray. Wir haben auch ein Steelbook, das liegt aber nur in 2D vor. Also ich finde, das ist einfach nur ein Ärgernis. Und man will hier mit aller Gewalt den Leuten das Geld doppelt und dreifach aus der Tasche ziehen. Besonders den Steelbook-Sammlern, die aber auch ganz gerne die 3D-Version hätten. So. Und da habe ich mir gedacht, komm, jetzt greifst du mal zu der französischen, die ja so viel nicht kostet. Wir liegen hier bei 40 Euro. Und da ist wenigstens neben den ganz schicken Gläsern, ist halt ein Steelbook drin. Und das Besondere an dem Steelbook, das schauen wir uns vielleicht an der Stelle gerade mal als erstes an, bevor wir jetzt hier mit der Box weitermachen. Oder, ne, wir machen jetzt erst die Box fertig, kommt. Also dann hole ich jetzt hier die Gläser auch noch raus. Ihr seht, es ist ganz gut verpackt. Hier ist sogar so ein bisschen hier so Dämmmaterial drin. So, und dann haben wir hier, wenn wir das hier so hochklappen, haben wir die Gläser. Und ja, die sind natürlich jetzt wirklich, also okay. Naja, also ich hole die jetzt mal raus. Fuddel da jetzt gar nicht so viel drin rum. Ihr seht, da ist wirklich nur noch so Pappe drin, da wo die Gläser eben drin stehen. Das kann man auch wieder schön zumachen und dann ist das doch alles super. So, ihr habt das gesehen hier. Ich zeige es euch nochmal. Hier ist eine Abbildung. Hier hinten Blade Runner 2049 und hier unten auf dem Boden sozusagen dieser Kiste Alcon Entertainment und was haben wir denn noch hier noch? Nika. Also die machen so Merchandise-Kram und so weiter und so fort. Und das Ganze natürlich, wie soll das anders sein, made in China. Und jetzt schauen wir uns die Gläser einfach mal an. Ich zoome mal gerade ein bisschen ran, dann haben wir die ein bisschen besser im Bild. Wir müssen ja nicht beide sehen. Also ihr habt es gesehen, es sind zwei Stück drin. Und hier steht dann eben drauf Blade Runner 2049. Was steht da noch drauf? Ich muss ein bisschen näher rangehen. Achso, ja, Copyright 2017 und so weiter und so fort. Okay. Ja. Das sind also diese klassischen Blade Runner Gläser, die eben hier diese abgewinkelten Ecken haben.
Warum die Blade Runner heißen, ich habe mich da jetzt nicht schlau gemacht, bin ich ganz ehrlich. Ich finde, die sehen eigentlich ganz schick aus, aber sie sind natürlich billig produziert. Es ist halt so ein nachgemachter Kram von den Original Blade Runnern. Wer die kennt, der weiß, die sind viel dicker, also die sind wirklich so von der Wandstärke, ja, von dem Glas her viel, viel dicker und ja, qualitativ einfach hochwertiger. Also hier sind Einschlüsse drin, ein kleines Na, sagt schon, so ein Luftbläschen ist hier drin. Und es ist einfach ein Gag. Nicht mehr und nicht weniger. Einer hat schon letztes Mal geschrieben, ich weiß jetzt gar nicht, wer es war. Chris, glaube ich, war es. Ne, hat geschrieben, es ist lächerlich und so weiter. Ja, na klar, ist ein bisschen lächerlich. Ich finde es ein bisschen witzig, weil es einfach ein schöner Gag, eine schöne Anspielung eben auf diese Blade Runner-Geschichten, auf diese Gläser halt ist. Okay, kann man sich natürlich in die Vitrine stellen. Man kann sie sich auch... man kann sich damit auch hemmungslos besaufen oder man schmeißt sie einfach bei der nächsten Hochzeit gegen die Wand. Ja. Wobei, Glas sollte man ja nicht an die Wand schmeißen. So, jetzt hier das Steelbook. Und das ist eigentlich der Grund gewesen, weshalb ich gesagt habe, hier, kauf das Ding. Ich habe lange überlegt, aber wir haben hier sowohl in diesem schicken Steelbook, ich glaube, das ist das Mondo Artwork, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, in diesem schicken Steelbook haben wir sowohl die 3D-Fassung, ja, Blu-ray 3D und die normale Blu-ray und ein Digital Ultraviolet Code, wobei die normale Blu-ray auch eine deutsche Sprachfassung hat. Die Blu-ray in 3D hat leider nur die englische, die Original und die französische, aber das ist halt wirklich Vermarktungspolitik. Ja? Man will nirgendwo so ein deutsches 3D-Steelbook rausbringen oder zumindest hier in der Region kein Steelbook vermarkten, wo man sowohl die deutsche Sprachfassung auf der 3D und also auf der 2D-Fassung hat. Ich finde es halt nett. Warum macht man nicht einfach für Fans ein Steelbook in Deutschland mit der 3D und einer 2D-Fassung? Von mir aus kann man es auch hochwertiger machen, ein schickes, richtig geiles, schickes Steelbook, wo man einfach die 4K reinschmeißt, die Blu-ray 3D und die normale 2D Blu-ray und alle sind doch glücklich und damit kann man nochmal richtig Kohle machen. Stattdessen wird natürlich spekuliert, dass die Leute sich solche Editionen kaufen oder halt das deutsche Steelbook, was ich grottenhässlich finde, ehrlich gesagt. Und sich dazu dann noch die M-Ray kaufen für 22, 23 Euro, die halt die Blu-Ray drin hat. Ich finde es einfach nervig. Das ist auf diesem Markt in Deutschland, oder es ist nirgendwo so hart umkämpft und nirgendwo so eine krasse Abzocke wie in Deutschland. Weil ihr seht ja hier, in Frankreich kriegt man es ja hin. Man kann in Frankreich ein schönes Steelbook vermarkten, wo man sowohl die 3D-Fassung mit französischer Sprache hat, wie auch die 2D-Fassung. Und sogar noch ein Ultraviolet-Code, ja. Also es funktioniert ja, nur in Deutschland funktioniert es nicht, weil da der Sammlermarkt halt riesig groß ist und man genau weiß hier, was ist denn hier los? Hier kann man doppelt und dreifach abkassieren. So, hier habe ich 2 J-Cards. Ist das nicht geil? Ja, man hat hier 2, also ein Fehler, ne? Man hat hier 2 J-Cards drumherum gewickelt. Das kann mal passieren. Ne? Eins mit Kleber und eins halt dann ohne. Ist halt dann, ja, passiert. Also ich bin mir nicht sicher, ob das maschinell gemacht wird, aber ja, die haben halt so aneinander geheftet und dann hat man die beide drumherum gelegt. Ihr wisst ja, bei mir sind ja irgendwie alles anders. Also bei mir kommen hier Boxen kaputt an oder es fehlen auch mal DVDs und Blu-Rays oder es fehlt irgendwas und jetzt habe ich halt mal 2 J-Cards drumherum. So, gut. Jetzt gucken wir uns das Steelbook an und das finde ich einfach ein Brett. Das finde ich richtig schick. Eigentlich, ja, hat auch ein paar Steelbook-Effekte, wie man vielleicht, wenn ich es gegen das Licht halte, ganz gut erkennen kann. Es hätte vom Druck ein bisschen kräftiger sein können, das mag sein. Es ist so ein bisschen, ja, Einheitsbrei auf den ersten Moment. Eine Prägung ist nicht vorhanden, okay, muss vielleicht auch nicht sein. Aber ich finde es vom Motiv her, finde ich schon gut gemacht. Und wenn das jetzt noch in so einer schönen Schutzhülle drin ist, dann wirkt auch der Druck nochmal viel, viel besser. Das ist alles sehr, sehr metallisch. Ja? So in so einem Metallic-Lack halt gemacht. Also Steelbook-like, so möchte ich es mal sagen. So, hier haben wir also den auf dem Spine den Schriftzug Blade Runner 2049, das Sony-Logo. Und dann haben wir hier das Back-Artwork.
Auch das finde ich ist cool gelungen und ja, sieht einfach doch schick aus. Es ist jetzt kein durchgängiges Motiv. Okay, muss ja auch nicht sein, aber es ist zumindest, ja, es hat viele, viele Facetten, die da abgebildet werden. So, dann haben wir hier drinnen natürlich, da kommt mir schon wieder was entgegen. Hier haben wir den Ultraviolet Code. Wer ihn mag, ist ja sowieso, glaube ich, ja, doch, könnte vielleicht sogar die deutsche Sprachfassung sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Französisch. So. Und jetzt kommt hier der Clou und hier seht ihr es schon, also sieht ein bisschen natürlich Kraut und Rüben aus, wenn mir das Ding hier entgegenkommt. Hier haben wir einmal die 3D-Fassung drin und mit dem englischen, dem Originalton und dem französischen Sound. Und dann haben wir hier eben noch die 2D-Fassung drin. Da ist dann die deutsche Sprache mit drauf. So. Und ja, deswegen habe ich eben einfach zu dieser Box gegriffen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht kriegst du ja irgendwann mal die Emery, die deutsche 3D-Fassung doch ganz günstig. Und dann hast du wenigstens hier die Möglichkeit, neben der deutschsprachigen 2D-Fassung auch noch das 3D, die 3D-Blu-ray reinzuschmeißen. Und dann hast du wenigstens ein komplettes Steelbook, wo wirklich auch komplett ist und nicht nur so ein halber Kram wie in Deutschland, wo in dem Steelbook eben nur eine 2D-Fassung ist. So, Innenartwork auch schick, ist in Farbe. Sieht ganz cool aus. Ich schalte das auch mal so ein bisschen hier euch dagegen. Hier sieht man auch, also man meint, es ist nur links ein Artwork vorhanden, aber wenn man genau hinguckt, ist halt rechts auch was zu sehen. Wenn auch nicht sehr, ja, nicht sehr deutlich. Prima. Also das war es im Grunde schon. Muss natürlich jeder selbst für sich entscheiden, ob ihm das, diese Veröffentlichung 40 Euro kostet, das Ding, wenn man es bei Amazon Frankreich bestellt. Ob es einem das wert ist. Ich fand eigentlich, das ist die einzige richtig schicke Veröffentlichung mit, ja, wo man eigentlich von Preis-Leistung her noch zugreifen kann, weil man einfach was Lustiges hat mit diesen Gläsern. Man hat ein Steelbook und man hat die Möglichkeit eben zumindest den Film Deutsch in 2D zu sehen und in 3D halt in der original englischen Sprache und hat die Option, hier dann eben die Disc auszutauschen. So, ich bin fertig. Mehr gibt es dazu wohl nicht zu sagen. 12 Minuten, viel zu lange. Film schaue ich mir irgendwann die Tage an. Jetzt zur Veröffentlichung dieses Videos kann ich leider noch keine Bewertung abgeben. Ich bin nicht dazu gekommen, mir den Film anzusehen. Also verzeiht mir es. Aber ich denke, es ist ein audiovisuelles Meisterwerk. Vielleicht nicht so ganz gut wie der Ridley Scott-Film vor 30 Jahren. Vangelis hat damals eine tolle Musik gemacht, einen tollen Soundtrack. Muss ich gucken, wie der jetzt hier wird. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Freue mich auf jeden Fall auf einen coolen Ryan Gosling und natürlich auf einen etwas in die Jahre gekommenen Harrison Ford, den ich aber immer noch sehr gerne sehe und sehr schätze. So, Dankeschön fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal zu einer neuen Ausgabe von Bloody Unboxing.